1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Gewitterstimmung bei Herz, Seele, Ball. Aus dem Park. Auf einem heißen Tag. Dürfen jetzt die Hunde offensichtlich raus. So, das ist die Ausgabe für Donnerstag. Mein Gott, wie die Zeit wieder vergeht. Eine Umweltaktivistin soll jetzt dafür sorgen, dass sehr ruhiger Wohnort, soll jetzt dafür sorgen, dass Schalke 04 mal wieder deutscher Meister wird. Aber vorher wird Greta die Welt retten. Und gerade jetzt in diesen Tagen sollte man eigentlich keine Witze darüber machen, weil wir erleben es gerade am eigenen Leib, was die Klimaveränderung so bewirkt. Das ist alles andere als fröhlich und man blickt da so ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft. Aber, ich sage das auch immer, wir werden immer Mittel und Wege finden und Lösungen finden. Die werden vielleicht hart werden, sie werden Einschneidungen bedeuten in unser bisheriges Leben. Aber wenn wir bereit sind, Veränderungen vorzunehmen, ich bleibe Optimist, eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Und Manuel Neuer, der sollte auch immer optimistisch bleiben, denn wenn man mal gerade so sein Portemonnaie im Taxi liegen lässt mit 800 Euro drin und allen wichtigen Kreditkarten, dann ist man natürlich erstmal bedient. Aber bei Manuel Neuer sah das anders aus. Nach unserem kleinen Telekom-Hinweis geht die Geschichte weiter. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen wir dann mehr Datenvolumen? Ja, genau. Und je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Zum Beispiel zu viert im Durchschnitt nur 19,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom. Ja, weil der Taxifahrer, der hat das Portemonnaie dann irgendwann gefunden beim Reinigen seines Autos am nächsten Tag und hat sich dann auf den Weg zu Manuel Neuer gemacht, hat ihn persönlich natürlich nicht angetroffen, aber irgendwie eine Nachbarin oder ähnliches am Haus, an Manuel Neuers Haus am Wörthersee, hätte ich fast gesagt, am Tegernsee, hat das Ganze übernommen, das Portemonnaie abgegeben und hat dann, ja, dem Manuel gesagt, es war ein Taxifahrer. Und Manuel hat sich bedankt mit einem Original-Bayern-Trikot, was ja, ich glaube, so um die 100 Euro kostet. Jetzt wird die Geschichte aber dramatisch, weil der Taxifahrer sich in der Öffentlichkeit enttäuscht darüber zeigt, dass der Finderlohn so gering war. Rein gesetzlich betrachtet hätte dem Taxifahrer ein Betrag von 34 Euro zugestanden. Jetzt ist er aber die 120 Kilometer in den Tegernsee gefahren und zurück und hat sich viel Mühe gegeben. Also da hätte der Manuel vielleicht ein bisschen großzügiger sein können. Wobei das Trikot ja, wie gesagt, eigentlich teurer ist als der gesetzliche Finderlohn. Aber aus sowas macht man dann Geschichten. Und in der Münchner Presse ist das heute aufgeploppt und wurde da auch entsprechend behandelt. Ja, die Frauen-Europameisterschaft geht in die entscheidende Phase. Jetzt hier am Mittwochabend England gegen Spanien. Ich tippe mal auf England. Und dann heute am Donnerstag, eigentlich Blödsinn, morgen am Donnerstag, aber heute für euch, wenn ihr es seht, ist immer so kompliziert. Also Deutschland gegen Österreich. Hauptsache Eddie Finger kommentiert nicht, sage ich immer. Dann könnte es böse werden. Ich denke da an Gijón. Naja, wird nicht passieren, dass der kommentiert. Ich bin gerade dabei, ein Quiz vorzubereiten fürs Sportradio Deutschland morgen früh. 3 aus 5, da müssen die Hörer immer 3 von 5 Fragen richtig beantworten. Und bei einer Frage geht es um Lothar Matthäus. Wann war er denn Weltfußballer? Das ist eine knifflige Frage, um ehrlich zu sein. Wer wissen will, wie das Ganze ausgeht, morgen früh im Sportradio Deutschland. Ich glaube, die Quizaktion läuft um 8.30 Uhr dazu. Lieber Martin, ein kleines Foto, als der Uli noch volles Haar hatte. Obwohl, wenn ich sie wachsen lassen würde, also so lockig und breit wird es immer noch werden, aber die Haarfarbe, ein Skandal. Lothar Matthäus, wenn wir schon mal gerade bei ihm sind, der hat gesagt, die Bayern haben alles richtig gemacht mit Lewandowski und Lewandowski hat auch alles richtig gemacht. Die Bayern haben viel Geld gekriegt. Lewandowski bekommt eine doppelte Gage gegenüber dem, was er bei den Bayern verdient hat. Mein Gott. Und da fällt mir dann leider wieder ein, es scheint ja doch nur
alles um Geld, Geld, Geld sich zu drehen. Also, Lothar Matthäus hat das in seiner Kolumne geschrieben. Und wenn Lothar das sagt, der Weltfußballer, ja von wann eigentlich, dann ist alles richtig. Mehr zu dieser Frage also heute am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr bei Herz, Seele, Ball. Und ihr merkt, ich wohne wirklich total privilegiert, komplett ruhig, ganz selten, dass mal ein Auto vorbeifährt. Es ist wirklich keins vorbeigefahren. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder morgen bei Herz, Seele, Ball. Ach ja, danke schön. Es hat so zwei, drei Reaktionen gegeben auf die Ausgabe von gestern, als ich ein bisschen depressiv rüberkam, um es mal so auszudrücken. Aber dem einen oder anderen hat es sogar gefallen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.